Herzlich willkommen zu einer weiteren GCN Indoor Trainer Session. Ich hab Bock, los geht's. Heute kurz und knackig, 20 Minuten. All out! Natürlich geht's nicht gleich mit All out los. Erstmal Stufe 3 und da sind wir auch schon wieder für all die, die das erste Mal zuschauen. Was sind unsere Stufen? Wir haben insgesamt 10 davon. Und die wählt ihr nach individuellem Befinden. Das heißt, ihr müsst das jetzt nicht unbedingt an Wattzahlen, Herzfrequenzzahlen koppeln, sondern einfach an euer eigenes Gefühl. Für die, die Watt bzw. Herzfrequenz nutzen, geht das aber natürlich auch. Stufe 1 ist dabei ganz lockeres Pedalieren. Stufe 3, wie wir jetzt hier, logischerweise also ein bisschen mehr Andruck auf dem Pedal. Und bei Stufe 5, würde ich sagen, hat man dann schon so ein, ja, normales Trainingstempo erreicht, das sollte man auf jeden Fall eine Stunde halten können. Und alles darüber wird es natürlich immer anstrengender. Stufe 7 würde ich sagen, sollte man dann schon anfangen zu schwitzen. Der Atem sollte nicht mehr ganz so ruhig sein. Und bei Stufe 10 ist man dann logischerweise im All-Out unterwegs. Natürlich immer gerechnet auf die jeweilige Dauer der Stufen, also Stufe 10 eine Minute. Sollte man jetzt nicht einen All-Out-Sprint machen, sondern die 10 eben so wählen, dass man nach der einen Minute komplett kaputt ist. Ansonsten, wie gesagt, fahren wir heute 20 Minuten. Das Warm-Up beginnt auf Stufe 3 mit 80 Umdrehungen. Achtet da auch immer so ein bisschen drauf. Rechts oben in der Ecke stehen immer die, ja, RPM-Zahlen. Die geben unsere Trittfrequenz an, kann man sich auch immer so einigermaßen dran orientieren. In 3 Sekunden wechseln wir dann zum ersten Mal die Stufe, springen auf Stufe 5 für insgesamt 2 Minuten. Dazu kann man dann auch gerne mal schalten, den Gang schon ein bisschen schwerer machen oder man erhöht eben noch ein bisschen die Trittfrequenz, wenn man gemerkt hat, okay, die war mir am Anfang doch noch ein bisschen zu langsam. Wie sieht unser Workout heute aus? Wir haben jetzt eine, ja, 6-minütige Eingewöhnungsphase, denn nach der Stufe 5 kehren wir nochmal auf Stufe 3 zurück. Und dann werden wir heute nie bei Stufe 10 ankommen, sondern wir bleiben immer auf Stufe 8, halten die allerdings immer 2 Minuten am Stück. Also man kommt schon richtig ins Schwitzen, dazwischen immer Erholungsphasen und nach 20 Minuten ist der Spuk dann auch schon wieder vorbei. Trinken natürlich nicht vergessen. Was ich auch immer noch ganz gerne in den ruhigen Minuten anmerke, ist, dass man natürlich beliebig viele Trainingssessions aneinander reihen kann. Also wer sagt, okay, wir sind 20 Minuten zu wenig. Wir haben auch längere Sessions auf dem Kanal. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, der sich ein bisschen auspowern möchte. So, ich schalte nochmal einen Gang runter, denn wir gehen wieder zurück auf Stufe 3, 80er Trittfrequenz, für insgesamt nochmal 2 Minuten, bevor es dann heute das erste Mal richtig anstrengend wird. Stufe 8 steht an und lasst euch davon nicht verwirren, hier von der 1 Minute Stufe 8, die als nächstes kommen wird. Das habe ich hier schon bei mir auf dem Screen, sondern wir fahren 2 Minuten Stufe 8. Das heißt, spart euch auf jeden Fall zu Beginn ein paar Körner auf für die letzten Sekunden der Stufe 8, denn 2 Minuten, die gehen dann schon mal ganz gut ins Bein.
5 Minuten haben wir schon geschafft. Geht doch ratzfatz. Ein Viertel. Auch wenn die folgenden drei etwas anstrengender werden. Noch 20 Sekunden, dann wird es anstrengend. Schon mal ein bisschen mental vorbereiten. Und dann geht es in 10 Sekunden rein auf die nächste Stufe. Gang hochschalten. Und los geht's mit Stufe 8. Dabei auch die Trittfrequenz erhöhen. 100. Wird hier vorgegeben. Wie gesagt, 2 Minuten. Also schon ein bisschen länger. Also jetzt sollte es so langsam widerlich werden. Und die Hälfte haben wir geschafft. Wir springen jetzt auf Stufe 8, beziehungsweise bleiben da drauf, aber springen in der Trittfrequenz. Das heißt, die können wir ein bisschen reduzieren. Dafür schalten wir nochmal einen Gang dicker. Und bleiben aber von der Anstrengung her auf Stufe 8. Dicke Mühle jetzt hier. Aufstehen. Kann man auch mal machen. Puh. 20 Sekunden noch. Noch 10, 5, 4, 3, 2, 1 und Entspannung schaltet auf jeden Fall einen Gang leichter. Trink einen Schluck. Da drauf der erste Schweiß. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir nehmen die Beine ein bisschen hoch. Stufe 1, 80 Umdrehungen. Der Atem beruhigt sich. Und die Kurbel wird einfach nur locker rumgedreht. Wer zu Hause keine Unterlegmatte hat, der sollte auf jeden Fall besser mit Handtuch fahren. Ich dachte mir, ja, die 20 Minuten, die schaffst du auch ohne, aber das ist Quatsch. Man schwitzt dann doch sofort beim zu Hause drinnen bzw. Indoor-Training. So, insgesamt noch 30 Sekunden Erholung bleiben uns übrig. Danach geht es dann wieder hoch auf die Stufe 8. Das heißt, wir bereiten uns langsam vor. Gleich wieder die Gänge reinknallen. Und noch 10 Sekunden, dann geht es los. Stufe 8. In 3, 2, 1
und los geht's. Hier wieder die 100 Umdrehungen. Noch 15 Sekunden, sollte jetzt langsam auch ein bisschen wehtun. Und in 5 Sekunden bleiben wir auf Stufe 8, schalten, Eingang dicker, kommen also mit der Trittfrequenz ein bisschen runter, mehr Kraft, aber gleiche Anstrengung. Noch 30 Sekunden dranbleiben. Noch 20. Gleich geschafft. Kommt, noch 10 Sekunden. Noch 3, 2, 1. Und hochschalten, Erholung, kurz mal ein bisschen den Hintern entlasten, locker pedalieren, Schluck trinken. Und es stehen noch 1 Minute und 35 Sekunden auf Stufe 1 bei 80 Umdrehungen an. Atem runterbringen und dann geht es auch gleich schon wieder los. Ist immer wieder faszinierend, wie viel Sport in 20 Minuten möglich ist, vor allem wenn man sein Indoor-Training-Setup schon zu Hause aufgebaut hat, einfach drauf hüpfen vor der Arbeit, nach der Arbeit, vor dem Kindergarten, vor der Schule, nach der Schule. Und dann hat man da echt in 20 Minuten ein gutes Training absolviert. Und ich meine, bei dem Programm hier verbraucht man auch schon gut und gerne mal 250 Kalorien. Wenn man es ernst nimmt, und das ist schon was, da kann man auf jeden Fall schon mal vielleicht fast 3 große Kinderriegel essen oder ein großes Snickers, ist doch auch schon mal was. Genug gequatscht, es fängt wieder an weh zu tun. Stufe 8, wieder gleiches Spiel wie eben und Eingang dicker schalten und dann geht es auch schon los. 100 Umdrehungen, aber Leute, das ist jetzt wirklich gleich schon vorbei, also noch ein bisschen dranbleiben. Nochmal alles reinlegen, Trittfrequenz hoch und ein bisschen quälen. Noch 15. Und dann bleiben wir auf Stufe 8. Noch 3 Sekunden. Und dann wieder
Gleiches Spiel wie eben. Einen Gang dicker, den Andruck erhöhen. 80 Umdrehungen, Stufe 8. Einziger Unterschied soeben ist, wir bleiben hier nach weiter auf Stufe 8. Also zusammenreißen. Jetzt wird es nochmal richtig zäh. Noch 20 Sekunden auf dieser Stufe. Weiter geht's. Aber danach nicht nachlassen, nicht den Fehler machen, runterzuschalten. Wir bleiben auf Stufe 8. Auch wenn es weh tut. Und jetzt nochmal hochziehen auf 100. Bleibt auf dem gleichen Gang. Vielleicht ist es dann mehr als Stufe 8, aber es ist jetzt egal. Denn gleich ist es geschafft. Nur noch 40 Sekunden. Und noch die Hälfte. Geschafft. Noch 10. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Hochschalten. Ganz entspannt. Popo ein bisschen entlasten. Und dann fahren wir uns gemeinsam 3 Minuten runter, trinken einen Schluck und bringen den Atem wieder auf Normalniveau. Dann sind die 20 Minuten auch in gut 2 Minuten schon wieder rum. Die verbleibenden 2 Minuten nutzen wir jetzt wirklich, um uns einfach auszufahren. Ein bisschen die Beine rumdrehen, 80er Trittfrequenz, also auch nicht zu hoch. Ganz entspannt genießen, dass man das Workout jetzt geschafft hat. Gleich frühstücken geht, ins Bett oder wo auch immer. Ich hoffe, euch hat die Session gefallen. Es war eine mittelanstrengende, würde ich sagen. Mir persönlich tun diese Tempowechsel immer ein bisschen mehr weh. Heute war es eigentlich relativ konstant mit auch guten Erholungszeiten dazwischen. Wenn sie euch gefallen hat, dann scheppert mir gerne einen Daumen nach oben rein. Geht in die Kommentare. Wollt ihr lieber längere Sessions haben, kürzere? Oder passt das mit den 20 Minuten? Könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Und ja, dann genießen wir jetzt noch zusammen die letzten 35 Sekunden. Ich verabschiede mich in den letzten Sekunden. Noch 10 an der Zahl. Sag Servus. Ciao, tschüsschen, bis zu den nächsten Sessions und bis zu den nächsten Videos bei GCN auf Deutsch.